Das an? Ich glaube, das ist an, Robin. Ich glaube, wir machen gerade einen Teaser. Ach so. Okay, hallo. Guten Tag. Warte, ich muss kurz in den Moderationsmodus gehen. Hallo. Hallo. Mein Name ist Robin Schweiger, ich bin Moderator, wie man gerade gemerkt hat. Und wir moderieren heute Abend. Also wir meine ich, Tom und mich habt ihr ja gerade gesehen. Ich mache das schon lange mit dem Moderieren. Ja. Und wir beide präsentieren euch zwei hervorragende Spiele heute aus Japan, wurden die uns geschickt. Wir sind nach Japan gereist und haben dort in so kleinen Läden mit sehr rassistisch anmutenden Besitzern, also nicht die Besitzer waren rassistisch, sondern deren Darstellung waren sehr rassistische Darstellungen von Asiaten. Und da haben wir dann so durch so geheime Regale gesucht und dann haben wir so mysteriöse Packungen gefunden. Das haben wir mit zurück nach Deutschland gebracht. Aber stattdessen haben wir dann doch einfach Nioh und Yakuza Zero jetzt gespielt. War dann doch einfacher, weil die zwei Sachen gar nicht so gut waren. Schreibt hier gerade Mary, ist euch schon mal aufgefallen, wie absurd klein Robins Hände sind? Warum? Wer hat das geschrieben? Mariana. Das ist auch noch vorliest, wie ne? Absurd klein. Das ist auch noch vorliest, nämlich das sehr übel. Ich finde das einfach so random. Ich dachte, den Joke macht man bei Trump und sonst eigentlich nirgends. Weil, und das muss man mal sagen, Robin hat ganz normal große Hände für seine Körpergröße. Ja. Oh, wie groß die sind! Für meine Körpergröße, habe ich genau gehört! Arsch! Gerade ganz Zeit, du bist so fett! Wir hatten sehr tolle Gespräche vor dem Stream schon. Robin hat nämlich fast unser Couchkissen ausgehebelt. Weil ich so fett bin nämlich! Wenn ich das mache, wird Tom bestimmt beim Kien ganz viel Spaß haben, nicht wahr? Das ist nämlich alles Lug und Betrug hier. Oh, geil! Tschüss. Und jetzt die Hände. Jetzt nur noch die Hände. Awesome. Tschüss. Okay. Deswegen kann ich nachvollziehen, dass man das als bestes Spiel des Jahres auch interpretiert. Ja. Nee, wann das ist nicht das beste Spiel des Jahres geworden. Weißt du, was das beste Spiel des Jahres geworden ist? Bestes Spiel des Jahres. Na, Dragon's Dogma. Ach so. Ja. Wegen der, die User haben da, vor allen Dingen die Intro-Musik. Da war irgendwas. Ich kann mich. Wie kann die nochmal? Kannst du vielleicht kurz. Hast du eine Melodie im Kopf? Versteckt sich irgendwo in diesem Podcast Motorsport, lieber Tom? Nee, leider nicht. Fuck. Es sei denn, du kriegst das irgendwie reingemogelt. Aber du bist doch Fan, warum hast du denn da nichts zu erzählen? Wieso bin ich denn Fan? Oh, ich hab Motorsport. Ich habe mich zu beschweren. Das habe ich vor zwei Wochen gar nicht gemacht. Das ist schon, glaube ich, zwei Wochen her, dass ich diesen Skandal mitbekommen habe. Wer mir auf Twitter folgt, weiß schon, dass ich wütend bin, liebe Leute. Letztes Jahr saß ich im Fenster, auf der Fensterbank saß ich in der Küche, ja, und konnte von dort nach rechts gucken und dem Formel-E-Rennen zuschauen, weil es auf der Straße, auf der ich wohne, stattfand. Und konnte dann vor mir den Laptop stehen und habe dort dann die Live-Übertragung gesehen. Das war hervorragend, das war das Allerbeste. Ich habe schon mal nachgedacht, was ich dieses Jahr mache, ob ich ein Hooked-Plakat raushänge und Werbung mache währenddessen. Weil das sieht man ja. Oder irgendwie, weiß ich nicht, lustige Stunts am Fenster machen und dann rausfallen und dann berühmt werden. Aber das hat sich jetzt erledigt, weil irgendeine Politikerin, ne, so eine linksversiffte Grüne, Tom, die Umwelt und so, nämlich, ich weiß gar nicht, welcher Partei die war, aber auf jeden Fall so eine Liberale bestimmt, ne? Die hat nämlich gesagt, dass das den Anwohnern nicht mehr zuzumuten wäre, was das ja für Einschränkungen wären für 4 Tage, dass dann die Straße nicht mehr befahrbar wäre. Dazu sage ich Skandal, lieber Tom, weil ich als Anwohner kann sagen, dass die mal da mit mir nicht geredet hat. Du kannst stellvertretend für alle anderen Anwohner sein. Ja, wenn sie hat für mich gesprochen und ich möchte hiermit meine Stimme als steuerzahlender Bürger nutzen und sagen, nein, ich wurde da nicht angefragt und das ist ein Skandal, dass die da oben wieder uns die Formel E wegnehmen. Das ist ein Skandal. Erst kommen sie für die Formel E und was ist dann als nächstes, Tom? Das sehen wir auch gerade in Amerika. Da muss man früh
früh eine Position einnehmen. Die Videospiele kommen als nächstes. Erst die Muslime, dann die Formel E und dann die Videospiele. Da muss man aufpassen. Und da wollte ich mal ganz kurz Position einnehmen, weil ich habe da sonst wenig zu gehört, haben sich wenig Leute getraut, mal die Fresse aufzumachen, wie es ja immer so ist. Pfui, Politik. Hooked FM sehr einflussreich ist, schätze ich mal, wird jetzt was passieren. Schreibt eure lokalen Politiker an oder ruft die noch besser an und sagt denen, was ihr davon haltet, dass auf der einen Straße in Berlin die Formel E nicht ausgetragen wird. Das ist ein Skandal. Also steht das schon fest? Ja, vor allen Dingen, weißt du, letztes Jahr haben die das ja am Tempelhof gemacht, ne? Ja. Sie mussten auf die Karl-Marx-Allee ausweichen. Weißt du, wieso? Weil sich die Leute beschwert haben. Flüchtlinge. Okay. So, und da kann jetzt immer jeder für sich selbst drüber nachdenken. Oh je. Da kann jetzt mal jeder sich ein paar Gedanken zu machen. Lieber Tom. Von Formel E zu Flüchtlingen gekommen, ist auch nicht schlecht. Den Bogen zu Videospielen darfst du jetzt wieder spannen. Entweder wir haben gerade viele Zuschauer verloren oder noch mehr gewonnen. Es kommt drauf an, ob es Erstzuhörer sind oder ob die dich schon kennen. Ja, ja. Also falls ihr mich nicht kennt, hört mal vielleicht in Ratsen oder sowas rein. Da könnt ihr das vielleicht in den Kontext setzen. Gibt's nie wieder Kingdom Hearts bei Hooked. Ich gebe noch das Tagebuch zu 1, das ich noch fertig machen muss. Oh ja. Skip it. Da gab es letztens einen positiven Kommentar dazu. Da habe ich mal geschrieben, boah, das stimmt ja. Manche Leute erkennen die Weisheit in diesen Worten. Ich empfehle an der Stelle ein Video sogar von Speckobst dazu. Der hat ein Video gemacht, wo er darauf eingeht. Du hast es noch nicht mal gesehen. Ja, richtig. Ja. Meins war schon besser. Nee. Ja, naja. Ich glaube, meins war sehr gut. So, das ist das Einzige, was zählt. Man muss nur an sich glauben. Glaub an das Herz der Karten. Was machst du da, Robin? Ich streike. Warum? Ich will mehr Chips haben. Mehr Chips? Ja, ich habe hier so scharfe Chips, aber die waren noch nicht. Ich habe seit gestern Mittag keine Chips mehr gehabt. Und ich finde das unverantwortlich von dir. Und ich brauche mehr Zucker. Und deswegen brauchst du Chips? Ja, auch nicht auch. Beides. Ich meine, und ich lasse auch nicht mit mir diskutieren jetzt. Die Zeit der Diskussion sind vorbei. Wir wollen Fett jetzt. Okay, warte. Jetzt Fett. Nie wieder kein Fett. Ihr seht hier unser tolles Lager. Oh nein! Oh Gott, nein! Nein, das weiß ich nicht! Robin, du willst noch Chips? No! Doch, Robin, nein, ich habe es schon! Warte, ich bin. Ach, guck mal. Guck mal. Erinnert ihr euch noch? Oder noch besser wären ja eigentlich. Hier. Ich bin schon fertig. Ich hab die Arbeit. Aber das sind doch nur Chips. Der Streik ist vorbei. Entengeschmack. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich habe den Streik gebrochen. Streikbruch. Nee, wie heißt das? Streik. Doch, noch Streikbruch. Ich bin das Uber meines eigenen Streikes. Politische Anspielungen. Was ist denn jetzt mit den Chips, Robin? Ich möchte nicht. Ich esse einen der scharfen Chips. Okay, dann. Immerhin. Habanero Kesselchips. Sind das ehrlich noch die aus unserem. Krass. Ich weiß, dass die Chips lange halten, aber doch nicht so lange. Und? Davon habe ich auch nicht. Dir läuft deine Träne runter. Ich habe vor allem die Hälfte dieser Tüte gegessen, aus irgendeinem Grund, weil die halt die Konsistenz von Chips haben und auch lecker sind, aber. Ist jetzt so ein Entenchip zum Nachspielen. Ach, halt die Fresse. Du kannst doch nicht mehr essen. Die sind ja vegan. Du hast die einfach nicht so. Die sind nicht vegan. Die sind wohl vegan. Die sind nicht vegan. Alter, das sind angepflanzte Enten. Das sind pulverisierte Enten. Das sind aus natürlicher, aus biologischem Anbau Entenblumen. Ist ein Spiegel nicht auch eine Reflexion der eigenen Seele und damit viel realer als die echte Welt? Ist nicht das, was du in einem Spiegel siehst? Sowieso mehr Realität als alles. Du solltest einen Charakter in dieses Spiel haben. Ich sollte Kingdom Hearts schreiben. Oder das nächste Spiel von David Cage. Nee. Dann, das wäre jetzt gewesen. Wenn ich in den Spiegel sehe, sehe ich, dass eine Frau vergewaltigt wurde. Oh, hey. Willst du sie retten? Ja, nein. Habe trotzdem gerettet, egal was du willst. Over. Und noch eine Duschszene. Da war irgendwas im Hintergrund. Da lief irgendwas im Hintergrund. Lief da was im Hintergrund? Ich guck mal, ob was im Hintergrund läuft. Aber ich weiß nicht mehr, was es war. Doch, ich glaube, es durfte kein Fenster im Hintergrund sein. Was ja, im Hintergrund musste man minimieren. Das war's. Oh, shit. Das war's. Guckt's euch an. Warte mal. Ich glaube nämlich.
das genau, weil genau, wir haben jetzt nämlich das Elgato-Fenster offen im Hintergrund. Wir haben es jetzt minimiert. Ja. Es läuft sofort flüssig! Fucking Windows 10! Was ist falsch mit dir? Oh, wow. Ich hatte voll den Heurika-Moment gerade, ja, als ich das daran gedacht habe. Stimmt. Defense Force 5 kommt in Japan raus in diesem Jahr und meine Güte, der Trailer sah so herrlich bescheuert aus. Willst du auch ein paar Foreigners schießen? Ja, genau. Ja, Tom. Das musst du mal erklären. Nur ich finde es eigentlich ganz okay. Die Earth Defense Force, die japanische Version, hat ab und zu mal so englische Worte, ja, wo sie so halb wissen, was das bedeutet, aber nicht so ganz. Und früher, ich glaube, die. Oh, war das so? Ich weiß gar nicht, ob ich das vertausche. Aber ich glaube, es gab mal früher, dass die Immigrants hießen. Oder ich vertausche, sie hießen früher Foreigner und sie heißen jetzt Immigrant. Kannst ja vielleicht mal nachgucken. Beides nicht. Auf jeden Fall ist das halt irgendwie was Fremdes, weißt du, was von außen kommt. Ja, ja. Und im Japanischen ergibt das bestimmt voll Sinn. Im Englischen, also die heißen in der japanischen Version wirklich Foreigners und Immigrants, die Aliens, die du abschlachten musst. Und sagen dann, oh no, Immigrants are coming, und dann erschießt du die alle tot. Ganz ehrlich, ne, soweit ist ja, also irgendwie, ich bin noch ein bisschen enttäuscht von Konami, weil die haben so einen großen Deal daraus gemacht. Veröffentlicht jetzt immer noch Pro Evolution Soccer, Yu-Gi-Oh!, Bomberman, Metal Gear. So ein großer Unterschied zu 2014 ist dann auch nicht. Das stimmt. Also dafür, dass ihr da ganz irgendwie Japan niedergebrannt habt mit dem, ja, Drama. Voll die Drama-Queens sind dann. Ich kann mir halt vorstellen, dass da halt ein, zwei Leute bei Konami, die für diese Aussagen zuständig waren, ja, das halt gesagt haben, und ganz viele andere Leute bei Konami dachten und sich so umgeschaut haben, nee, Moment, aber wir arbeiten doch hier gerade an, sollen wir damit jetzt aufhören oder Leute? Und dann wurde gesagt, nee, macht mal weiter. Aber dafür ist es fast ein bisschen spät, weil die Spiele kommen jetzt anderthalb bis zwei Jahre danach erst. Da gibt es noch so viel Zeit gegeben. Ja, die werden ja auch neue, also es wäre total, das ist ja das Ding, damals hat sich ja jeder gedacht, es ist doch total hürdenlos, ja, aus diesem Markt auszusteigen, und kurz danach hatten sie mit Metal Gear Solid 5 einen absoluten Megaseller, ja, ja, der die Kosten dreimal wieder reingespielt, ja, hat, und da hat sich dann wahrscheinlich auch der Chef gedacht, Was für fucking Drama Queens, ne? Ja. Also ja, wirklich, ja, wenn die gesagt, wir machen jetzt ein Spiel weniger pro Jahr, hätten sie sagen können, dann okay. Wäre erledigt gewesen, die Sache, ne? Aber nein, wir brennen Japan nieder. Wirklich? Konami, ey. Okay. Guck mal. Und nur in Robin vs. gefeatured werden, die Säcke. Ja, das war. Das wie war die AfD provozieren, um in die Medien zu kommen. In Robin vs. und in der Jimquisition zuhauf gefeatured. Konami, die AfD der Videospielindustrie. Blade. Senua's Sacrifice hat ja jetzt einen Untertitel. Wenn das nicht als Intro-Lied kommt, dann ist das eine verpasste Chance. Oder in den Credits. Das hat so einen coolen voll, die, voll die tragische Geschichte, du bist am Ende übelst am Weinen und dann in den Credits Hellblade. Ich habe mich so cool gefühlt beim Intro von Beyblade, das war so ein Rock-Ding. Da dachte ich so, das ist Metal, jetzt bin ich Metaler. Historisches Ägypten wäre so ein geiles Setting. Es ist wirklich phänomenal. Ernsthaft. Gerade erst Gods of Egypt geguckt. Ich weiß jetzt alles über die ja, ägyptische Mythologie. Ja, ist in einem Spaceship im Weltall. Aber es wird ja dann wahrscheinlich wirklich nicht mythologisch. Es wird dann historisch. Ja, also so ein bisschen doch. Dann wirst du halt sehen, wie Ra einen Apfel hält auf irgendeinem Bild und sowas. Naja, ja, also im Sinne von, dass die Mythologie da eine Rolle Kleopatra spielt. Kleopatra war halt eigentlich keine. Du wirst nicht wirklich Anubis-Kriegern begegnen. Kleopatra war ein Assassine und wollte nämlich Cäsar töten, weil der war ein Templer. Und deswegen haben sie sich angenähert. Sie wissen nur höchlich, ich komme jetzt Asterix und Obelix. Ich hoffe, Cäsar und Kleopatra hatten wirklich was miteinander zu tun. Gibt's noch große ägyptische Persönlichkeiten? Nee, das war's. Es gibt Kleopatra. Es gibt diverse und Cäsar. Pharaone. Ja, Kleopatra halt. Ra. Seht. Jetzt sind wir wieder in der Mythologie. Psst. Ja, naja, Pharaone sind ja auch Mythologie und Pyramiden. Also sie haben sich gern so inszeniert auf jeden Fall. Ich sag lieber nichts zu Gothic. Ja, besser so. Schon KOTOR gehatet heute und Persona und Yakuza. Ich hab KOTOR vor allem gar nicht erwähnt selbst. Du alter KOTOR-Hater. Ich war vor allen Dingen letztes Mal mit einem anderen Journalisten noch im Zug, wo Tommy neben mir saß, und die haben beide nicht KOTOR gemocht. Da haben sie beide darüber geredet, ja, dass KOTOR schlecht ist. Und ich saß daneben, ich dachte, was ist denn hier los? Wobei, deutscher Videospieljournalismus ist tot. Man muss immer ein bisschen differenzieren. Sie hassen es nämlich. Schlecht
und man selbst mag es nicht, sind zwei unterschiedliche Auffassungen. Ja, aber dass ich mir anhören muss, dass mir dann erklärt wird, warum das nur damals gut war. Das Ding ist, unser Kollege war noch mal so deutlich energischer als ich in seiner Auffassung davon, dass Kodo überbewertet ist. Das weißt du, gehst, hast du gute Laune, gehst du so in den Zug und plötzlich sitzt du da und musst dir anhören, ja, dass Kotor überschätzt ist. Was soll denn das? Ich gehe da auch nicht irgendwie, weißt du eigentlich, dass deine Mutter eigentlich gar nicht so cool ist, wie du glaubst. Macht man doch nicht, Tom. Mhm. Tom und Co. Mhm. Leute, Kotor 3 muss mal gemacht werden. Ich erinnere dich daran, wenn wir das nächste Mal über Zelda reden. Zelda ist auch einfach nicht so gut wie Kotor, weißt du? Jetzt werd doch mal nicht, also übertreib doch mal nicht. Und schon waren all die Sympathien, die du gerade hattest, wieder weg. Zelda ist sehr gut. Ich habe so viel Positives über Twilight Princess gesagt. Sehr viel mehr, als du hier über Kotor gesagt hast. Das kann sogar sein, ja. So viel besser als Twilight Princess. Ich wünsche euch noch einen nicht ganz so kalten Tag, wenig Schnee. Yes. Hoffentlich fallt ihr mit eurem Fahrrad nicht auf die Fresse, wenn ihr versucht zu fahren. Das kann ich nämlich überhaupt gar nicht empfehlen. Nicht, dass das dir passiert wäre. Nicht, dass, also ich bin cool, Tom. Ja, ja. Ich bin ein cooler, cool Customer. Wenn ich mit dem Fahrrad auf die Straße gehe, fahre ich. Schmilzt der Schnee vor dir. Genau. So. Ich bin der Moses des Schnees. Des Fahrrads. Tschüss. Ich fahre wie Moses, fahre ich mit dem Fahrrad durch das Meer. Klingeling, let's go. Ist noch. Oh, sorry. Ja, klar, ist drin. Keine Sorge. You're finished with Nier Automata now. Do you think the game is fine? You're very, very honest. Do you think it's okay? Or do you think it could have been way better?
I always answer this in interviews, but well, I'm going to say the same thing again. That it's basically what you wound up with is a game which is a big mixture of the great action which Platinum Games has made and all my rubbish stories and strange things in there. So it's probably worth giving it one go. You might enjoy it, but I wouldn't put too much of an expectation on that. Why do you hate your fans so much? And as about what I think of my fans, I love my female fans. My girl fans are great, but the guys I really couldn't care less about. So yeah, that's what that is. One last question for Terra-san. Just between us two, and blink once if it's yes and twice if it's no. Have you ever worked on Metal Gear Rising 2? Perfect answer. Der Verteidiger des kleinen Ganoven ist zuversichtlich. Passen Sie auf, sagt er. Wenn Sie dem Richter höflich antworten, wenn Sie alles zugeben und den Rest mir überlassen, dann kommen Sie diesmal mit einem blauen Auge davon. Wieso denn das? Weil er gehauen wird, fragt der Gauner erschrocken. Ich dachte, die Prügelstrafe ist abgeschafft. Da Philips Asmussen irgendwas mit zu tun? Abgeschaffen? Was? Ach, weil er nicht abgeschafft, stimmt. Abgeschafft. Ja. Ich habe gestern aus dem Buch vorgelesen und da steht dann, ein Oberbauer kauft eine Kuh um 500 Euro. What? Und dann steht, kann ich mir nicht vorstellen, das ist ein hochqualitatives Witzewerk. Mehrere Male, weil dieser ganze. Und also es wird auch wow. Oberbauer. Ein Oberbauer. Wie, was? Ein Unterbauern und ein. War das andere? Ein ich möchte Huberbauer. Kurz anmerken, dass Tom. Minuspixel-Leben hat. Es steht. Hier, Mats, du kannst es vielleicht erklären, du bist doch Landwirtschaftler. Ja, so sagt man. Gibt es die Begriffe Oberbauer, Unterbauer oder Huberbauer? Okay, anscheinend. Noch. Oh, die Röte gedreht. Oberbauer. Oberbauer. Also Oberbauer kann ich mir noch. Wir hatten ja schon mal was dieses. Das ist einfach abgebrochen, das Ja, was? Ja, weil ich wollte. Was, ja. Was dieses 1001 Superwitze-Buch angeht, wir hatten ja auch schon mal, dass es auch so Casual Racism und sowas hat, ne? Also politisch sehr unkorrekt ist. Es kann gut sein, dass ich es vorgelesen habe. Aber es kommt ja auch aus einer anderen Zeit. Ich meine, das ist bestimmt schon. Hast du was gefunden? Weil es gibt da rassistische. 2004, nee, stimmt. Ja, damals. Ich meinte jetzt nicht Rassismus, ich meinte eine andere Gruppe von Leuten, die diskriminiert wird, habe ich gerade gefunden. Mami, ich bin jetzt schon 15. Darf ich endlich Lippenstift tragen, meine Augenbrauen zupfen und mich schminken? Nein, Karl, das darfst du nicht. Sind da wirklich 1001 Witze drin? Ja, aber keine Superwitze. Das ist die. Voll, ich glaube, wir haben mittlerweile schon 500 davon vorgelesen. Eine ganz einfache Aufgabe, Franz, sagt die Lehrerin. Angenommen, dein Onkel hat 6 Euro in der Hand und er geht nicht, unterbricht Franz. Ich habe keinen Onkel, ich habe nur eine Tante. Schön, sagt die Lehrerin. Angenommen, deine Tante hat 6 Euro in der Hand und sie, das geht auch nicht, sagt Franz. Meine Tante kann keine Euro haben, die wohnt nämlich in Australien, aber ich habe einen großen Bruder. Ja. Also schön, seufzt die Lehrerin. Angenommen, dein großer Bruder hat 6 Euro in der Hand und du bittest ihn, dir 3 Euro zu leihen. Wie viel hat er denn noch? 6 Euro, ruft Franz. Aber wieso denn, ruft die Lehrerin ärgerlich. Weil er nie was herleihen würde. Jetzt wird's mir aber gleich mal zu bunt, ruft die Lehrerin wütend. Angenommen, dein Vater gibt deinem Bruder 6 Euro und befiehlt ihm, die 6 Euro mit dir gerecht zu teilen. Wie viel hat er denn noch? 4 Euro. Warum denn 4 und nicht 3? Ruft die Lehrerin verzweifelt. Weil ich nicht so gut rechnen kann. Da hat sich doch das Warten gelohnt. Der Payoff war, also das ist das, was wie in einem Nicolas Cage-Film. Ich finde, du tust Nicolas Cage an der Stelle sehr, sehr unrecht, weil Nicolas Cage in der richtigen Rolle ist eine Freude. Ich würde mich so gerne jetzt mit dir paaren. Apropos sehr depressiv. Herr Meier ist ein erfolgreicher Geschäftsmann und auch sein Sohn soll einmal ein erfolgreicher Geschäftsmann werden. Das ist schon ein wunderbarer erster Satz. Schön einmal direkt die gleiche Formulierung zweimal. Er ist knackig, überhaupt nicht sperrig, geht ins Ohr. Ja. Also nimmt Herr Meier seinen Sohn mit in die Firma, legt ihm die Hand auf die Schulter und sagt: Und heute gibt es die erste Unterrichtsstunde, wie man erfolgreich wird. Oh Gott, wenn das jetzt ein Sexwitz wird, dann bin ich sehr, sehr enttäuscht. Komm mit aufs Dach. What? Sie klettern auf das Dach und Herr Meier sagt: Und nun, mein Sohn, spring hinunter. Das kann ich nicht, ruft der Sohn. Das ist ja viel zu hoch. Was ist? Sagt der Vater. Vertraust du mir denn nicht? Wenn du mir vertraust, dann spring. Der Sohn springt und er fällt hart auf den Boden. Mit schmerzverzerrtem Gesicht ruft er hoch: Und ich hab dir vertraut. Siehst du, sagt Herr Meier, das ist die erste Regel im Geschäft.
Vertraue niemandem. Das war ja Witz. Das ist die deprimierendste Geschichte von Kindesmisshandlung, die ich seit Jahren gehört habe. Da mag ich lieber den Witz, wo Hitlers Adjutant stolpert und versehentlich ein Käsemesser in den Bauch rammt. Und der Adjutant fragt, mein Führer, was soll ich denn mit dem Messer machen? Und Hitler antwortet, Nazis raus, Nazis raus, Nazis raus, Nazis raus. Ich hab dich so vermisst, Leo. Wirklich. Du Lügner, aber das sind nette Lügen. Das mag ich sehr gern, Leo. Jimmy Blue und die Liebe. Das ist ein heikles Thema. Nicht deshalb, weil Jimmy sich bislang nicht verlieben mochte oder sich zu jung dafür fühlt. Nein, Jimmy Blue hat nur wenig Lust, sein Liebesleben in der Öffentlichkeit auszubreiten. Steht in Jimmy Blue, wilder Kerl mit viel Gefühl. Der war da wie alt? 13? Er sieht aus wie 16, würde ich sagen. Da, 15. Nee, der war doch. Weißt du, ich war der Geburtstag. Der ist doch jetzt 14 wurde. Oder so. Das ist von 2009, der wird da bestimmt. Ich kann mich schon vorstellen. Ja. 15, 16, 14? 14, 15, 16. Ja, irgendwie sowas. Er schweigt zumeist und genießt stattdessen lieber im Stillen. Genau, Jimmy Blue Ochsenknecht schweigt zumeist. Beim so Sex. Ich mag es eigentlich nicht, wenn man mich nach meinem Liebesleben ausfragt, sagt Jimmy Blue. Aber ich sag euch jetzt trotzdem alles. Versetzt euch mal in meine Lage. Plötzlich oh nein, bitte will nicht. Jeder von dir alles wissen, ja. Worauf du sexuell abfährst, was du unter deiner Bettdecke machst, wer deine Freundin ist. Das nervt. Ich bin jung, aber natürlich mache ich meine Erfahrungen. Aber das sind meine. Ich rede sonst immer offen über mich und meine Karriere. Aber irgendwo ist Schluss. Nur zur Beruhigung. Ich stehe auf Mädchen. Und ja, ich will mich auch mal verlieben. Und dann habe ich bestimmt eine tolle Beziehung zu ihr. Aber bis dahin fick ich mich durch Berlin, wie es noch niemand getan hat. Das habe ich vielleicht hinzugefügt. Der Jimmy Blue Ochsenficker. Robin, bist du gut drauf? Bist du bereit? Robin! Willst du mich jetzt zu so einem christlichen Lied anregen? Also bist du gut drauf? Sing mit! Jesus ist gut! Hey Jesus! Jesus ist mein Mann. Das ist generell eine Zielgruppe. Jesus ist mein Mann. Das erinnert mich jetzt eher an den einen Song von Die Doofen. Die singen auch Jesus in einer sehr ähnlichen Melodie. Sing mal. Nee, ich hab den Text leider nicht. Ah, leider nicht. So ging es mir halt bei FTL nicht. Da fällt mir nichts ein, was vergleichbar wäre. Ist das schon ein Datum? Nee, wie gesagt, wenn es fertig ist, okay. Schreiben sie. Also. Es klingt nicht so, als ob es Faster Than Light kommen würde. Ich glaube nicht. Wir können ja hoffen, dass es nicht After the Breach of the Atomabkommen erscheint, dass die Welt dann schon zerstört also wurde. Das ist sehr schön. Gestreckt würde ich das gerade nennen. Anstreckt. Übrigens auch nicht. Auch alles andere als Faster Than Light kommt der Release von South Park, The Fractured But Whole. Was ist da los? Jetzt halt mit Anime-Mädchen-Versionen von Bomberman, bei denen die den verlierenden Charakteren die Kleidungsstücke fortgerissen werden. Erotic Violence. Wo du dir so denkst, was ist das denn? Wie kommt man denn von Bomberman so einem. Also unschuldig würde ich es jetzt auch nicht nennen, weil man macht halt mit Bomben Leute platt, aber das visuelle Design ist so unschuldig. Ist halt so ein kleiner Dude, der seine Bomben schmeißt. Ja. Und dann kommst du auf Anime-Mädchen, die sich gegenseitig die Kleider wegsprengen. Oh Gott, ich schäme mich so. Das ist so weird. Und als unlockable Character Quiet. Quiet und the Boss. Crossover. Boah, Quiet ist auch so ein Bomber-Girl. Wenn jemals the Boss über sowas auftaucht, ne? Will ich einfach so vor Trauer einfach sterben. Wie so eine Disney-Prinzessin werde ich einfach in mich gehen und sterben vor Traurigkeit. Ich glaube, damit hätten wir die News dann adäquat abgeschlossen. Ich bin immer noch der Meinung, dass Konami mehr Spiele entwickelt, als bevor der Ankündigung wurde, sagt, sie entwickeln keine Spiele mehr. Ich bin immer noch wütend, dass ich mich da so umsonst aufgeregt habe für fucking Konami, fucking Drama Queens, ey. Wirklich. Sorry, dass ich nicht dabei bin. Beim nächsten Mal wieder. Robin, geh so rum. War gar nicht ganz, ist Tom hinter der Kamera. Hab ich gesehen, da hab ich mich verarscht. Warte kurz hier, da. Ihr seht das, Tom. Hab da gedacht, das ist ein Geist, ne? Seid ihr dumm. Tschüss, bis später. Es gibt jetzt vielleicht ein Störgeräusch. Alarm, Alarm. Brrr. So, wie sieht's aus? Könnt ihr mich noch hören? Ich hoffe, ihr könnt mich noch hören.
Piep, piep, piep. Piep, 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 piep. Guten Tag. Hallo, Floyd. Nein, das war nicht so gut. Wir machen das jetzt gemeinsam richtig. Ihr kriegt jetzt eine richtige Insight in so eine Videoproduktion bei einem professionellen Studio wie Hooked. Ja? Und ich werde, glaube ich, gerade mal kurz die Kamera... Nee, die Kamera ist eigentlich ganz okay. Also, kurz einen Schluck nehmen, weil man muss die... Das ist wichtig, immer die Stimmbänder befeuchten. Das ist ganz wichtig. Von außen und von innen, sonst gibt das Probleme in ein paar Jahren. Ist wahr. Habe ich in der Kai-Flaume-Schule gelernt. Ah, so. Klatschen, so dass alles synchronisiert wird und die Nachbarn wissen, hier geht es los. Und damit ihr auch wissen müsst, wann ihr klatschen müsst, wenn die Moderation fertig ist. Huh, la 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 la. Ah, hallo Leute und herzlich willkommen bei dem heutigen Livestream hier beim Hooked Magazin. Heute leider nur mit mir, dafür meine sehr leckere Coca-Cola Zero mit dabei. Cola. Wenn ihr uns sponsern wollt, liebe Coca-Cola Company, dann schreibt doch mal den Tom an, tom@hookedmagazin.de an. Der antwortet euch da jederzeit. Liebe Leute, das war eine Moderation. Falls ihr mal später irgendwo zeigen müsst, was eine Moderation ist. Das war eine fucking Moderation. Rochus hat es ein für alle Mal satt. Ich hatte mal einen Klassenkameraden, der ist mit Nachnamen Rochus. Mit Vornamen Jochus, der ist mir neu. Nie bringt ihm das Christkind all die schönen Sachen, die er sich gewünscht hat. Heimlich geht er mit seinem alten Kinderwagen zur nächsten Kirche und schnappt sich eine Josefsfigur und eine Maria ohne Kind. Wer hat denn einen alten Kinderwagen? Zu Hause schreibt er dann seinen diesjährigen Wunschzettel. Sehr verehrtes Christkind, ich wünsche mir dieses Jahr ein Rennrad, ein Pony und einen großen Farbfernseher. Solltest du mir diese Wünsche nicht erfüllen, siehst du deine Eltern nie mehr wieder. Von wann diese Witze sind, bekommt man übrigens mit, indem man bemerkt, dass er sich einen großen Farbfernseher wünscht. Ein junger Polizeibeamter ist ganz frisch von der Polizeischule gekommen. Und wie es das Unglück will, gerät er auf seinem ersten Streifengang mit einem Schläger aneinander. Peng! Ein Schlag und der Polizist liegt auf dem Pflaster. Zum Glück hat sein Kollege das gesehen, eilt herbei und schlägt den Bösewicht in die Flucht. Doch auch der junge Polizist nimmt sofort Reißaus. Endlich hat ihn der Ältere eingeholt und kann ihn festhalten. Was ist denn los mit dir? Warum rennst du denn weg? Oh verdammt, sagt der Junge. Jetzt habe ich doch glatt vergessen, dass ich Polizist bin. Da, wo ich aufgewachsen bin, liefen wir immer weg, wenn sich mal einer blicken ließ. Oh verdammt, sagt der Junge. Jetzt habe ich doch glatt vergessen, dass ich Polizist bin. Da, wo ich aufgewachsen bin, liefen wir immer weg, wenn sich mal einer blickt. Ach so. Oma liest laut die Schlagzeile der Zeitung. Polizei sucht raffinierten Trickbetrüger. Sie lässt die Zeitung sinken. Verstehe ich nicht, meint sie. Wozu braucht man bei der Polizei denn ein Betrüger? Frau Panzerknacker und ihre Freundin unterhalten sich bei Kaffee und Kuchen. Da kommt Panzerknacker kurz nach Hause. Er ist mit den Nerven völlig fertig. Zitternd gießt er sich einen Drink ein. Dann legt er sich nieder. Dein Mann hat ja wirklich einen auftreibenden Beruf, sagt die Freundin zu Frau Panzerknacker. Hier wurde vergessen, seht ihr nicht, aber hier wurden nicht die Anführungszeichen korrekt gemacht. Naja. Dauernd diese Hochspannung beim Aufknacken der Panzerschränke. Das ist es eigentlich nicht, was ihn so fertig macht, sagt Frau Panzerknacker. Was ihn so nervös macht, ist die Heimfahrt mit der U-Bahn. Was ist denn daran so aufregend? Tja, sagt Frau Panzerknacker. Er fährt immer schwarz. Kreist zu. Als Ernas Vater von der Elternsprechstunde nach Hause kommt, ziehen dicke Wolken am Familienhimmel auf. Er schimpft und tobt und brüllt herum. Endlich fällt ihm nichts mehr ein und Erna kommt zu Wort. Ich weiß gar nicht, was du willst, erklärt sie schnippisch. Das ist doch ganz natürlich, dass die Lehrer mich dumm finden. Die waren schließlich schon auf der Universität. Was ist der Unterschied zwischen einem doofen Lehrer und einem doofen Buch?
Ein doofes Buch ist leiser. Steht hier. Als kleines PS. Verdammte Grüne, dass sie mir die Formel E auf meiner Straße kaputt gemacht haben. Das hatten wir doch schon, Robin. Ich weiß, aber ich wollte nur mal kurz nochmal gegen diese liberale Outrage-Kultur. Für den Kontext, den Podcast von vor 2 oder 3 Wochen. Schön. Bevor wir loslegen mit den News und den Spielen. Das war ein Mini-Formel-1-Ding. Oh, das war ein ganz kleines Formel-1-Auto. Genau. Vielleicht habt ihr das gerade gehört. Ich habe zuerst überlegt, ob ich den auch alleine mache, wie ein Livestream. Aber ich dachte mir, das ist vielleicht nicht so spannend. Den Podcast? Ja. Ach so, ja, Hooked on Topic. Robin. Hooked on Topic, heute ist das Topic Robin. Robin. Robin und, redet oder Tom. Und ich oh ja, einen. Schön. Was ich schon immer mal über Tom so sagen wollte. Es ist halt sehr schade, dass da Valve seine Autoren gehen lässt. Ja, ist sehr schade, dass Valve. Hier Satz einfügen. Das kann man dann so beliebig weiterführen. Ich habe noch Bachelor und Jeremy Sex Topmodel gesehen. Na, darüber reden wir nicht. Das war nicht so gut. Ja. 2 von 10. No shit. Einer hat sich die Achsel nicht rasiert und Heidi Klum ist fast verreckt vor Angst, weil sie Haare an einem Frauenkörper gesehen hat. Lass uns nicht darüber reden. Da war ich wütend. Das ist und der schlecht. Bachelor hat der weiß, der Bachelor stand da, Tom, ne? Der Bachelor stand da. Und dann kamen die Frauen, also immer in Zweierpärchen, so vorgefahren, erste Folge. Und dann, wo er gerade einen Flug genießt, und dann stellen die sich so vor. Und dann haben die alle so 10 Sekunden Gespräch miteinander. Und ich habe mich so geschämt, weil dann geht diese Frau dahin und ich so, oh, der ist so hübsch, weil das halt voll der schöne Boy war. Und dann geht die dahin und sagt, hallo, hallo. Bist du aufgeregt? Ja. Ja, dann bis später. Und dann gibt es einen Cut zum Bachelor. Ja, die fand ich voll nett. Ich glaube, da kann echt was draus werden. Und das passiert dann 24 Mal oder so, dass die so 10-Sekunden Gespräch hatten. Und der Bachelor war halt der, also das hat man richtig, da hat man den Wind durch die Ohren, also ein Ohr rein, ein Ohr raus gehört. Weil so, der wusste so gar nicht, was er machen soll. Der war voll pretty, aber so, hallo, du siehst gut aus. Bist du nervös? Ja, bis später. Willst du etwas sagen, deine Erkenntnis ist, dass es oberflächliches Deppenfernsehen? Ich weiß, ich muss noch mehr, ich möchte das jetzt nicht zu früh verurteilen, muss ich gestehen. Ich schon, es ist oberflächliches Deppenfernsehen, auch ohne es gesehen zu haben. Aber ich habe mich halt sehr geschämt ab und zu. Weil man könnte sich schon das Konzept durchlesen und sagen, das ist oberflächliches Deppenfernsehen. Ja, aber weißt ja, ich bin ja Kritiker. Aber nicht Fernsehkritiker, Robin. Ja, naja, mal gucken, wo die Reise hingeht, lieber Tom. Ich habe euch alle sehr lieb, außer euch, außer die doof sind, die habe ich nur ein bisschen lieb, aber anderen habe ich sehr lieb. Mit doof meine, ihr habt Ansichten, die ich uncool finde. Also wenn ihr nicht so klug seid, dann hab ich trotzdem lieb, weil das kenne ich sehr gut. Tschüss. Aber tschüss. Komm mal nicht gut. Gehört. Hey Leute, willkommen bei Hooked Vlogging, der neuen bekannten viralen YouTuber-Kampagne von Hooked. Woo! Drehen, spannen und kurzer Übergang. Wow, ich bin genau da, wo ich vorher auch war. Hey Leute. Soll ich mal was zeigen? Zeig mir mal bitte was. Krass, ne? Noch weiter. Du musst mehr in die Mitte. Ja. Das wird euer Bild für den Rest des Abends. So mehr geht nicht. Hey Leute, willkommen bei Hooked. Ich bin Tom und Robin. Ich schreib nur Hashtag näher. Korrekt. Take me tonight. Oh Gott. Everything is possible. Ich glaube, letztes Mal habe ich den Song gehört, als du den das letzte Mal gesungen hast. Ich möchte mal übrigens auf dieses Bild hier hinweisen. Robin. Oh nee, warte. Was? Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr uns abonniert, sei es über Twitch Prime, wenn ihr einen Amazon Prime Account habt und das mit Twitch verbindet und uns abonniert, oder eben einfach so über das Twitch Abo. Und wir freuen uns auch sehr über patreon.com/hooked-Unterstützer. Die Links dazu gibt es in den Beschreibungen und im Chat wahrscheinlich auch gerade. Vielen Dank fürs Zusehen, ich gehe jetzt nach hinten, schalte das Ding aus und Robin kann ein bisschen weiter singen. Music is our light. We have a hope. Music will survive.
We'll take a chance. Das ist eine Kühlbox-Part. Hast du Daniel Kübelberg übrigens mal gesehen, wie der aktuell aussieht? Meinst du mit aktuell vor 4 Jahren? Das weiß ich nicht. Ich habe einfach, weil ich halt Kalkofe gerade gucke, alte Pro7-Folgen mit Dani zusammen. Ja, genau. Du meinst den 5 Jahre alten aktuell. Den, den man sieht, wenn man aktuell nach Daniel Kübelberg googelt. Also, halt so ein cooler Boy. Ja, weißt du, cooler Boy-Look, genau. Den habe ich nicht wiedererkannt. Einfach nicht wiedererkannt. Ist ja steinreich, der Typ, mit Solarenergie. Echt? Ja, er hat klug in Solarenergie investiert und soweit ich mich erinnern kann, wurde er auch von einer reichen Frau adoptiert. Tatsächlich. Okay. Ich weiß nicht, Daniel, wenn du zuguckst, ich bin interessiert an allem, was in deinem Leben so passiert ist. Auch Daniel der Zauberer, die Entstehungsgeschichte und was du dir so gedacht hast dabei. Ich bin sehr... Das sind garantiert interessante Geschichten. Ich möchte wirklich... Vielleicht sollten wir mal... Das war ein bisschen themenfremd, aber hey. Der hat doch bestimmt noch mal irgendein Videospiel machen wollen. Daniel, der Videospielmann. Ja, Daniel, der Zauberer vielleicht. Oh, Daniel, der Zauberer, das Spiel. Okay, das war's. Robin, ich glaube, das wird einer der Podcasts, die, glaube ich, uns beiden mit am schwersten fallen. Weil wir könnten gerade beide jeweils zu Hause sitzen und ein bestimmtes Spiel spielen, über das wir noch nicht ausführlich reden können. Mhm. Und wir haben beide gerade vor diesem Podcast festgestellt, dass das Redepotenzial über dieses Spiel enormst ist und der Mitteilungsbedarf enorm. Daher ist es auch gleichzeitig eine Qual, nicht mit euch da draußen darüber reden zu können. Und gleichzeitig dann auch halt, dass wir jetzt hier sitzen und über andere Spiele reden müssen, weil die... Ja, das war der Podcast patreon.com/hooked. Vielen Dank fürs Zuhören. So bin ich auch dafür, ja. Wir sehen uns nächste Woche. Das muss es auch mal geben. Das würde ich auch nochmal kurz in Kontext setzen. Beim letzten Livestream am Donnerstag gab es diesen Druck im Hintergrund auch schon. Das stimmt. Und wir haben das wie die professionellsten aller Moderatoren einfach wegmoderiert, während es in mir gebrodelt hat. Ich habe gezittert und geweint und gelacht. Wobei, und da fiel es mir noch nicht so schwer. Jetzt ist ja schon ein Wochenende dazwischen und wir haben schon Erfahrung in diesem einen Titel gesammelt. Ja. Und das heißt, ich weiß ganz genau, was ich da gerade, was zu Hause auf mich wartet. Mhm. Und es ist einfach das Beste. Ja, dieser Final Fantasy 15 Patch war wirklich ganz cool. Ne, finde ich auch. Ja. Endlich kann ich auch losrennen. Kann man das überhaupt schon? Nee, das kommt im Juni oder so. Ja, die haben Patches, wohl gerade erst geleakt, Patches bis Juni oder Juli oder sowas. Und wo sie immer noch dann Zwischensequenzen reinpatchen. Oh, Mann. Ich bin so richtig ehrlich frustriert davon. Lass uns über ein paar andere Spiele reden. Wir haben nämlich ein paar News, die auf uns warten. Unter anderem ein Leak, der zugegeben... Oh. Ist es etwa... Tom, ist es etwa noch nicht mal was sagen, du weißt direkt Bescheid. Ich weiß tatsächlich, was los ist, weil es jemand in den Kommentaren, glaube ich, auch geschrieben hat. Ist es etwa Zeit für Robins famoses Formel-1-Fest? Das nehme ich als Ja. Ja, Mann! Die Tests sind gestartet, lieber Tom. Formel 1, die Autos fahren wieder. Okay, der Sprit wird wieder verbrannt. Dann müssen die Videospiele noch ein bisschen warten. Das Gummi wird auf der Straße verlegt. Okay. Ja, ich habe da momentan noch andere Pixar-Filme, die da Vorrang hätten, weil ich habe ja Inside Out noch nicht gesehen. Stimmt. Ich habe ja, hier Vaiana müsste ja dann irgendwann demnächst auch mal im Heim für DVD und Blu-ray rauskommen. Ist ja kein Pixar-Film, ne? Ach Gott, diese Unterscheidung fällt mir manchmal etwas schwierig. Ja. Naja, das ist halt, in Disney-Film gibt es immer eine Prinzessin auf irgendeine Art und Weise. Das ist so die ungeschriebene Regel, ne? Genau. Also auch Jana ist ja auch eine Prinzessin, aber die will halt gar nicht keine sein. Ja. Und ist auch kein Thema in dem Film, aber sie ist trotzdem eine. Sie sagt, es wird ja einmal gesagt, so, ich bin noch kein Klischee. Und dann sagt The Rock, du bist eine Prinzessin mit einem Animal Sidekick, du bist ein Klischee, sagt er halt in dem Film. War dann Zootopia der letzte Pixar-Film? Nee, das war auch ein Disney-Film, du hast recht. Da gibt es keine Prinzessin, ja. Okay. Was war denn dann der letzte Pixar-Film? Inside Out. Inside Out. Ja, okay. Pixar hat halt Disney hat ja Pixar so ein bisschen die Show gestohlen in den letzten Jahren mit ihrem Animationsstudio. Und da war halt Inside Out so ein bisschen wie die Rückkehr, weil Pixar hat ja auch The Good Dinosaur gemacht, irgendwie Alo und Spot oder so heißt der im Deutschen. Der so mehr angekommen ist, hat Leuten gefallen, aber waren jetzt auch nicht begeistert. Aber Pixar gehört doch zu Disney, oder nicht? Genau, Disney hat Pixar aufgekauft vor irgendwie 10 Jahren oder so. Ja. Deswegen ist es halt nochmal verwirrend. Ja, genau, weil halt irgendwie immer Disney dabei steht. Genau, Disney ist quasi der Publisher dieser Filme. Ja, genau. Alles klar.
Ich glaube, das war's mit diesem Podcast. Wir können jetzt endlich nach Hause. Endlich ist Gott das sei vorbei, Dank. Ey. Fick diese endlich Arbeit, ich hasse wir, sie. Können wir unser Spiel weiterspielen. Aber weißt du, ich liebe diese Arbeit, weil ich jetzt einfach nach Hause gehen kann. Das, ja. Das ist mir gestern, weil ich hatte gestern so einen Moment so, ach, morgen ist mein Unterricht, kann das. Du kannst ich ja, bin ja, ich habe ja eine ja machen, was du willst und es ist gleichzeitig auch noch sowieso die Arbeit. Ja. Du musst das ja machen, um ja darauf folgend Sachen zu produzieren. Ja. Und du bist ja tatsächlich derjenige von uns beiden, der bei dem Spiel, über das wir nicht reden dürfen, die Elgato-Aufnahme genau macht die ganze Zeit. Genau. Und ich glaube, ich habe mittlerweile 7 Seiten Notizen. Weil ich mir halt wirklich die ganze Zeit. Es sind auch so viele, wo man Notizen drüber machen kann. Das stimmt. Ich mache mir tatsächlich auch so ein paar Notizen, aber ich weiß ja, dass du da sowieso aktiv bist. Ja. Deswegen können wir danach mal ergänzend. Ich freue mich sehr darauf, dann nächste Woche müsste es eigentlich. Aber kann ich nicht garantieren. Ich hoffe, wir können nächste Woche darüber reden. Weiß ich noch nicht, ich muss nochmal aufs Embargo einen Blick werfen. Ja, also so Richtung nächste, übernächste ja Woche. Ja. Ich freue mich sehr darauf. Alles klar, dann bleibt uns erneut zu erwähnen, dass ihr uns unterstützen könnt über patreon.com/hook. Herzlich willkommen zum großen Reboot von ItemGet, Staffel 2 oder Reboot, irgendwas in dieser Mitte. Völlig neue Räumlichkeiten. Ihr kennt das vielleicht nicht als treuer ItemGet-Zuschauer. Das hier ist ein Studio, das wir extra für dieses Format gebaut haben, damit wir diesen Paketen hier ein bisschen mehr recht tun können. Hier ist der Sound ein bisschen besser. Hier ist, ich habe mir noch einen Kameramann geholt, der ist jetzt ein bisschen besser. Wir haben bessere Pakete jetzt bekommen. Das Cuttermesser ist leider noch das gleiche, aber da könnte ich eigentlich. Na, ist mir jetzt zu viel Aufwand. Auf jeden Fall ist alles besser. So, hallo, willkommen hier. Das ist was ganz speziell für Robin, nämlich eine kleine Figur vom drolligsten aller Pokémon, Sonne-Starter-Pokémon, Popplio. Da freust du dich, ne? Werf es in den Müll. Werf es sofort in den Müll. Nein, das packen wir das nicht. Das ist Müll. It's trash. It belongs in the trash. Ach. Der niedliche kleine Rock. Da, ja, da gibt's nämlich schon. Ach. Guck dir dieses. Was ist das? Was soll das sein? Nein. Au! Ah. Ah. Kommt davon. Au, das hat wirklich weh. Das ist einfach so eine. Also, über die Starter-Pokémon hinaus gab es hier noch hier Wuffels oder den Koala. Ey! Eine Robber-Figur für Dekorationszwecke und. Buh, no! Und Robin die Chance zu geben, sich persönlich zu entschuldigen. Darf den Innenraum unserer Mülltonne dekorieren. Da passt er richtig gut rein. Da wird die Mülltonne viel schöner durch. Komm mir nicht zu nah. Das gesamte. Die Qualität des Pakets sinkt jetzt leider sehr stark. Final Fantasy 13 2 Buch. Nee, schlimmer. Final Fantasy 13 Buch, aber schon. Schlimmer. Schlimmer, Kingdom Hearts. Schlimmer. Oh, Beyond. Oh, no. Oh, da will ich gar nicht drauf suchen, lieber Tom. Kannst du mal kurz ein paar Gags vorlesen? Genau, hier steht hoffentlich drin, dass er das Niveau senken wollte nach unserem ja Buch. Kann man hier bestimmt irgendwo noch ist. Hoffentlich nicht. Aber wir haben jetzt ein neues. Kannst du ein Pilot kurz aus dem. Vorher möchte ich kurz ein Pilot aus dem Mario Bart Buch hören. Wenn die Frau sagt, na toll, ist das, du Idiot, bekommst mal wieder nicht mit, was um dich rum passiert. Frauen meinen immer das Gegenteil von dem, was sie sagen. Oder wenn sie sagt, typisch Mann, hierbei handelt es sich um eine Redewendung, die über 2684 Bedeutung hat, daher kann ich sie hier nicht mal eben übersetzen, sorry. Frauen, ne? Oh, alles Bitches. Wäre schön, wenn du dich meldest. Wehe, du rufst nicht an. So true, it's so funny, cause it's true, ne? Wirklich, manchmal sagen die das und dann weißt du sofort, die meinen was ganz anderes, diese Frauen. Das ist wirklich, der Mario, der hat das wirklich drauf, ey, das ist unglaublich. Kennste, Ausdruck, Minderbemittlung und fehlendem Humor. Okay, hab ich mehr ausgedacht. So. War lustig. Und nachdem ihr durch das 1001 Super-Witze-Buch schon in den Genuss von erstklassigem Humor gekommen seid, wird es jetzt Zeit, sich mit dem God of Comedy zu beschäftigen. True. Ich hoffe, ihr fühlt euch so schmutzig, es zu besitzen, wie ich mich, als ich es gekauft habe. Ja, also ja, falls ihr diese Folge nicht versteht. Oh, Entschuldigung. Au! Was ist das? Ich bin voll auf den Zeh gerutscht, weil du da irgendwie. Entschuldigung, jetzt tut dir das Witzebuch schon physisch weh. Tut mir leid. Jesus, Maria.
meine Güte. Oh. Gemeingefühl. Das war der erste gute Witz, den das Buch gemacht hat. Ja, ich glaube auch. Das. Süß. Hier bitte ein Herzchen einblenden. Hallo. Danke. Willkommen bei Touch Mats, die neue Serie über Hooks. In jeder Folge touchen wir Mats woanders an. Heute Penis. Das war gut. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Touch Mats. Du bist dran. Jetzt kannst du deine Serie hier weitermachen. Mats, sag doch mal was. Wir machen weiter mit Item Get. Denn Mats hat hier zwei, doch nicht kleine Päckchen zu öffnen, auf denen sein Name steht. Ah, ja! Du Schwein! Oh, ja. Oh Gott. Ja, bin von vielen Dingen gerade überrascht und auch ein bisschen berührt, also auch wirklich berührt worden. Und auch angeekelt. Team auch und das, da muss ich jetzt geschickt überspielen. Das musst du jetzt. Fang doch einfach mal an. Ich fang doch einfach mal an. Die Formulierung dieser Klage gerade überlegen. Ich glaube, da brauchen wir nicht viel formulieren. Das haben wir alles auf Video. Ich glaube auch, das ist die reichste Klage als PDF, also als MP4-Datei. Das geht in Deutschland bestimmt so gut. Bestimmt, muss man das erstmal aus. Klage.mp4. Zieh mal eine Karte und sag mir, was es ist. Okay. Du brauchst jetzt David Blaine. Oh, jetzt bin ich gespannt, Mann. Gerade schon gesagt, was du machen sollst. Zieh eine Karte und sag mir, was es ist. Der Namen? Ja. Drachengefäß. Willst du jetzt sagen, was ich mache? Na, ist richtig. Wow! Krass! Es ist wirklich richtig, um was mal zu überprüfen. Und ich hatte das auf jeden Fall nicht vorher informiert. Ich weiß. Alter. Nicht schlecht. Kannst du mich auch so eine Yu-Gi-Oh! Karte jetzt ausspucken? Die du vorher runterspucken? Mach mal die Augen zu? Ja. Wollen wir wieder auf? Ja. Wow! Alter! Voll die Gänse auf, kann man das mal sehen? Aber. Cool. Wenn jetzt beide die Augen zumachen, machen wir die Augen zu. Jetzt macht sie wieder auf! Wow! Mats ist plötzlich weg. Bin ich's! Wow! Dann muss ich eine Pause kurz haben, wenn das okay ist. Ja, wir machen sogar eine etwas längere Pause. Die Folge ist nämlich vorbei. Mats Blaine. Vielen Dank, Mats. Mats Blaine. Eigentlich musst du, also, vielen Dank vor allem. Du bist Zauberer David Blaine. Vielen Dank, Bachmann. Vielen Dank, Niklas. Vielen Dank, ihr seid voll nett. Super gut. Das sieht so dumm aus. Und bis zum nächsten Mal. Das ist eine sehr attraktive Position, in der du gerade da sitzt. Oh, ja. Tschüss.